Herzlich willkommen zu einem neuen Review von Shisha for You. Wie damals schon im November-Video angekündigt, werden wir jetzt des Öfteren, wöchentlich wahrscheinlich, Videos in der Shisha Shop Hamburg machen. Der Laden wird hier von Finn geführt und wir testen heute für euch den Startner Frozen Banana. Haben auch zwei neue Gesichter heute hier, zum Beispiel Pascal und Danny. Ich arbeite hier auch bei der Shisha Hamburg. Genau, Danny kennt wahrscheinlich schon einige von euch. Leute, die jetzt auch die letzten Wochen auch hier im Laden waren, können auch Pascal schon vom Sehen und Hören kennen. Ich habe mich heute hier mal nach der Arbeit hinbegeben, um halt mal wieder ein neues Review zu machen. Jeden Dienstag werden wir jetzt hier sitzen und ein oder mehrere Videos machen und diese natürlich dann auch spätestens am nächsten Tag online stellen, sodass wir euch wieder tipptopp auf dem Laufenden halten und euch auch sagen können, welche Produkte empfehlenswert sind und welche nicht. Ja, Danny, wie ist das denn da? Wir kaufen heute den Startner Frozen Banana. Ich weiß nicht, ob ihr das von damals so sehen könnt. Wahrscheinlich nicht. In der Egelglas Progresio. Im Querschnittskopf, ebenfalls von Egelglas. Mit zwei Kohlen und Panzeralufolie. Und wie ihr hört, ist da auch ein Diffusor drin. Also ihr werdet jetzt nicht so viel blubbern hören. Wie findest du den Pascal? Ich finde ihn sehr lecker. Schmeckt sehr cremig nach Banane. Und hat so ein bisschen den Hauch von Fruchtzwergen. Beziehungsweise den Geschmack von Fruchtzweig. Ja, schwer zu sagen, ne? Ja, also vorab, für Leute, die diese Videos vielleicht das erste Mal gucken oder schon vergessen haben, wie wir überhaupt noch Tabak bewerten, wir haben eine Richtskala der hochbekannten Hochschulnoten, das heißt Punktezahl von 1 bis 15. 15 ist dementsprechend die beste Punktzahl, die man erreichen kann. Was wir da natürlich alles in Betracht ziehen, ist unter anderem natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis hier. Bei StartNow haben wir einen Preis von 14,90 für 250 Gramm Tabak. Sehr gut, das war ich nur ein Test, weil die Banderole ist hier noch drauf und ich hätte es selber lesen können. Du bist ja drauf, ey. Ja, StartNow muss man anmischen, oder? Oder ist es schon fertig? Nee, StartNow ist fertig angemischt, der kommt feucht so an, den könnt ihr mit nach Hause nehmen und direkt euren ersten Kopf machen und genießen. Genau. Das ist gar kein Problem. Aber wie gesagt, Frozen Banana, ich weiß nicht, ob einige Leute sich daran erinnern können, aber Bananentabak kann ich tatsächlich ein einziges Mal im Jahr rauchen und dann habe ich auch genug davon. Das waren aber auch immer tatsächlich Bananensorten, die sehr, sehr süß waren und ich dadurch echt, Ich finde auch, die meisten hatten immer so einen Nachgeschmack hinten am Gaumen, so der so ein bisschen den austrocknen lassen in der Art. Ja, so, genau, so einen warmen Geschmack irgendwie am Ende, so, ne? Der so mit der Süßlichkeit irgendwie dann doch nicht mehr so. Ja, wir rauchen jetzt seit ungefähr 20, 25, 30 Minuten in etwa. Mussten hier erstmal durch die Technik und alles drum und dran, weil wir heute etwas unvorbereitet sind und ich unter anderem mein Ladegerät für meine Kamera vergessen habe und wir dementsprechend mit einer besseren Kamera aufnehmen müssen. dementsprechend haben wir dann schon etwas länger vorgeraucht. Wollen wir mal ein bisschen bewerten, oder? Warte, ich will. Jetzt sieht es nämlich so aus, als würde er langsam richtig anrauchen. Ja. Weil wir hatten gerade auch das Problem, dass der Tabak einfach noch nicht so richtig geraucht hat. Was natürlich am gesamten Glas-Setup hier liegt. Also, Glas braucht ein bisschen längere Zeit, damit es auch richtig anläuft. Empfehlenswert ist es natürlich, dann am Anfang nach 10 Minuten ungefähr die Kohle ein bisschen umzudrehen, damit man natürlich ein bisschen mehr Hitze erzeugt. Ja, ich habe schon jetzt ein paar Mal mehr StartNow geraucht. Aber tatsächlich im Nachhinein hat man den Tabak irgendwie angeschmissen. Also das ist mir erst gerade jetzt bewusst geworden. Also dementsprechend natürlich für 14,90 Euro, wie Danny meinte, 42 Gramm fertiger Tabak, den man sofort rauchen kann, also schon ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hatten wir von StartNow schon einen Cactus Lime auch geraucht? Ja, Cactus Lime, ne? Cactus Lime. Den werden wir dann dementsprechend auch demnächst mal präsentieren. Spoiler, der gefiel mir schon sehr gut. Wie gesagt, Bananentabak. Ich habe jetzt gerade noch mal dran geraucht, weil ich jetzt schon ein paar Minuten durchgeraucht habe. Muss aber sagen, dass es ein Bananentabak ist, der nicht so aufdringlich ist. Der ist eher empfänglich, um es mal mit solchen Worten auszudrücken. Hat etwas Cremiges. Hat auch so ein bisschen was, als würde man in so eine Banane einfach reinbeißen, die einfach nicht so viel Geschmack hat. Wie eine ausgereifte Banane, die gerade perfekt ausgereift ist. Wenn man da so reinbeißt, so dieses
Also dann hat er auch so was Cremiges, wenn man reinbeißt. Ne? Also am Anfang so, die Zähne glitschen da rein, beißen es durch. Das erste Bananenstück ist im Mund. Ne? Also die Erotik, die muss man sich einfach erstmal vorstellen. Ne? Und genau so schmeckt er auch irgendwie wenig. Also ich weiß nicht, ob es an Setup liegt, also er könnte noch ein kleinen Tick intensiver sein. Ja. Ich glaube, das liegt eigentlich eher daran. Aber man hat ja tatsächlich so eine Art Geschmacksentwicklung im Mund. So, der Geschmack kommt an und entwickelt sich und geht dann wieder weg. Finde ich, kommt bei mir so an. Ja, so ist das auch beim Shisha-Rauchen, oder? Ich habe meistens mehr. Also der Geschmack kommt, der entwickelt sich und das Geschmack. Nee, aber bei dem Meat Rape zum Beispiel von Startlaw hast du einfach direkt vollen Geschmack und hast dafür aber dann nach einer relativ kurzen Zeit wiederum sehr stark an Geschmacksverlust zu leiden. Einfach darum, weil der Geschmack von vornherein so stark ist, dass sie dann wieder anfängt. Wegen der anfänglichen Intensität, die dann wieder abflacht, ja. Genau. Stimmt. Ja, du hast ja schon gesagt, dass er auch sehr nach. Also, dass er dich an Fruchtzwerge erinnert. Ja. Also, es gab doch diese gelben Fruchtzwerge. Ja. Na, das war eine Banane, genau. Oder? Ich habe die früher immer, habe ich die dann so ins Gerätfach gepackt. Ja, da hab die so ausgedrückt mit der Hand und so echt. Es gab sogar auch immer diese Gerätpackung, oder? Ja, das war nicht ich weiß nicht, ob das wirklich Fruchtzwerge war, aber die habe ich auch sehr, sehr stark gefällt. Boah, ich glaube, ich hole mir die Fruchtzwerge. Gibt's noch? Ja, natürlich gibt's noch. Ja, Punktezahl. Um das Ganze über diesen Cover halt selbst nicht zu lange jetzt hier auszubreiten. Also 14,90 € ist schon echt ein guter Preis. Da fängt es ja schon an. So, ich weiß, dass Startner auf jeden Fall besser raucht. Das sieht jetzt wahrscheinlich in diesem Video nicht so krass aus. Also ich kann dazu sagen, dafür, dass man den nicht anfeuchten muss zusätzlich, braucht der bombastisch. Insofern der auch Pinkhitze kriegt und man natürlich dann je nachdem, ob es mit einem Lotus oder sonst irgendwas, natürlich den Kopf dann wieder neu baut und ein bisschen mehr Hitze drauf klappt, dann kriegt man auch ordentlich auch raus. Geschmacklich finde ich den angenehm. Könnte ich tatsächlich dieses Jahr noch ein zweites Mal rauchen, wenn nicht sogar ein drittes Mal. Müsste ich mal schauen, ich glaube, ich nehme dann irgendwie ein kleines Stück mit und rauche das mal zu Hause in Ruhe. Alleine der Preis macht so viel aus. Und ich finde, das dieses cremige, Fruchtzwergartige, das ist was Besonderes. Aber es geht nicht so in die Richtung wie mega besondere Sorten, wie Blueberry Muffin oder so. Also es ist eine Mischung zwischen, ey, ich habe jetzt nur Apfel und zwischen, ey, Blueberry Muffin, ist es so ein Zwischending dazu. Ja. So, und er ist nicht aufdringlich, also kriegt von mir eine gute 2, also 11 Punkte. Ja, also das war's eigentlich von mir. Ja. Also ich persönlich bin nicht so der Bananen-Fan. Trotz alledem finde ich, dass der durchaus seine 13 Punkte verdient hat. Wow. Zum einen durch das Preis-Leistungs-Verhältnis und da der Tabak echt feucht ist und die Bananennote halt nicht zu aufdringlich, nicht zu künstlich ist und doch sehr naturell gehalten ist und der doch sehr gut schmeckt. Also gehen wir hier mit einer 13 raus, denke ich. Dialoge, die man in Pornos hört. ja, Lenny? Ja, über das Preis-Leistungs-Verhältnis müssen wir uns, glaube ich, nicht mehr weiter behalten. Für 15 Euro, 250 Gramm. Gibt es irgendwas, was günstiger ist? Also vom Verhältnis her? Ja. Golden Pipe, ist es günstiger? Zum einen ist Golden Pipe ein bisschen günstiger. Zum anderen ist selbst an Schmiermann das günstigste. Mhm. Rotabak holen und dann schön Molasse. Ja, okay, stimmt. Ja. Aber so für dafür, dass er fertig ankommt, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Er schmeckt gut, er schmeckt lange. Allerdings kommt er nicht an die Top-Marken ran. Ich würde ihm dann doch eher eine 10 geben, einfach um da Platz zu lassen für Sachen wie Star Wars, Fumabi und ähnliche Sachen. Weil wenn ich den jetzt schon mit einer 13, 14 bewerten würde, wie soll ich die denn noch bewerten? Ja, das ist auch der Punkt, den ich halt gerade gedacht habe. Also ich habe dir nämlich so 0 Punkte auch noch gegeben, also das fließt bei mir zusätzlich auch noch rein, dadurch, dass ich nicht so der wöchentliche Bananenbomber bin und es etwas eher was Besonderes ist, fließt es bei mir so in, sag ich mal, die Bananenkategorie, ist ja ganz oben. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, Bananenkategorie 15 Punkte auf jeden Fall. Ist auch, wenn man das mit anderen Tabaksorten wie Phantasia, Star Wars und anderen Konsorten vergleicht, muss ich dann ihm wieder recht geben, was soll man denn sonst diesen Worten geben? Das ist nämlich das Ding. So, und ansonsten könnten wir nicht
dieses ganze Prinzip. Ja, also der Preis ist halt auch so gut. Na, wenn wir jetzt davon ausgehen, das treibt das Ding halt auch wieder in die Höhe. Ne? Aber selbst wenn das wirklich qualitativ schlecht wäre, was er ja nicht ist, wäre er vom Preis-Leistungs-Verhältnis, würde er die Punktzahl nochmal weit nach oben drücken. Das ist gerade eine sehr harte Analyse, die wir da betreiben. Also, ich wäre persönlich zwischen 10 und 12 Punkten. Also sagen wir doch einfach eine glatte 2, wenn wir das mal einfach so in den Schnitt nehmen. Ja. Eine glatte 2, Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Und wir geben eine Kaufempfehlung für Leute, die auf mal irgendwas Besonderes stehen. Jetzt gerade für die Winterzeit finde ich, das ist eher so ein Wintertabak. Ja. Das ist nicht, was man im Sommer rauchen sollte. Nee. Ansonsten besucht da Shisha Hamburg. Finn steht gerade links von der Cam. Mir ist es alles Banane. Finn ist das alles Banane. Das heißt aber nicht, dass Finn natürlich nicht auch in den Videos sein wird. Danny und er wechseln sich ab oder W3 oder nur Pascal. Grüßt euch! Wir werden alle in den Videos jetzt einfach noch auftreten. Facebook wird auch ordentlich gepflegt. Wir haben unser eigenes Model. Wir haben unseren Danny. Finn, ich und natürlich Videotechnik. Wer dahinter steckt, hinter der Videotechnik, das werden wir euch dann in der nächsten Zeit, im nächsten Video. Wenn es natürlich passen würde. So dass ihr, sag ich mal, das Team, was sich dann jetzt langsam erweitert und dementsprechend vorgestellt wird. Wir wünschen euch schöne Hochzeiten. Kommt vorbei, raucht mit uns hier eine Pfeife. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.